Muss ich denn hier oder hier? Ingenieurswerkbank. Ach, da brauche ich einen. Der wird höchstwahrscheinlich kaputt gehen demnächst. Kann ich auch wegschmeißen. So, was gibt's denn hier? Ich wüsste gar nicht, wie viel das bringt. Probier mal beide aus. Hier liegt Holz drin, keiner weiß warum. Ach, wahrscheinlich habe ich keinen Platz mehr. Granate brauche ich nicht. Die Waffe bleibt erstmal hier. Sehr viel Metall, sehr viel davon, sehr viel davon. Die Energy Drinks würde ich gerne behalten. Die Schallplatte habe ich sogar mitgenommen, damit habe ich nicht mal gerechnet, dass es noch geht, dass ich das schaffe. Ich nehme jetzt erstmal ein paar Kartoffeln mit. Koch mal ein paar Kartoffeln noch. Klar, es ist spät, aber ein, zwei Kartoffeln kochen kann ich ja noch. Da würde ich mir dann gerne mal den Roboter anschauen. Geräte, Erweiterung. Angreifen. Keine Ahnung. Er kann auf jeden Fall kaputt gehen. Kann der schon was? Aktuell kann er noch nichts, wie es scheint. Oder ich bin zu blöd. Beides möglich. So, das Grammophon noch. Erstmal schlafen, dann das Grammophon. Die Schallplatte oder andersrum. Schallplatte ins Grammophon, schlafen.
Frühstücken. Essen, trinken, loslaufen. Und dann gucken, dass ich noch möglichst viel von dem Zeug hole. Einfach nur, dass die Kartoffeln auch mal weg sind. Neblig. Aber okay. Ich habe eh zu viel Essen. Okay. Die packe ich mal hier hin und ehrlich gesagt, die Pistole kann auch für mich. Die brauche ich nicht unbedingt. Platz habe ich. Ja. Ich muss sagen, der Nebel ist jetzt nicht so prickelnd, aber ist okay. Besiegt müsste hier alles sein. Wenn ich hier durchsprinten kann, ich glaube, ich werde dann noch mal auf Gewicht gehen, einfach nur weil, damit ich dann die. Ach, ich bin schon über, ich bin schon bei 84 Kilo. Ich bin schon deutlich drüber über meinem alten. Aber selbst das hat hier nicht gereicht. Nebel ist auch nicht das prickelndste. Jetzt zu der Frage, wie funktioniert der Roboter? Oh, von mir aus. Ich habe so viel Schwefel mitgebracht. Damit kann ich ein paar Sachen in die Luft jagen, im Zweifelsfall. Wenn es direkt vor der Nase liegt, muss ich es nehmen. Dann habe ich keine andere Wahl. Klar, es macht mich wieder sehr schwer, aber ich will jetzt vor allem die Räume noch plündern. Solange ich diesen Bonus habe, habe ich das Gefühl, es geht auch viel lang. Die Ausdauer wird permanent erzeugt, auch während du rennst. Lalalala. La 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 la. Moment, das ist so einer. Ich glaube wirklich, dass die Energy Drinks nur dafür gemacht sind hier quasi, um solche Strecken leichter zu überwinden. Ist mir echt ein Rätsel, wie wir das überlebt haben. Ich glaube, das Zeug im Haus lasse ich, aber ich will halt dieses letzte Dorf noch richtig plündern. Das ist mir irgendwie noch wichtig. Okay, jetzt sind wir schon mal hier.
Wenn ich mich hier wie in Fallout überladen könnte. Gehen wir hier rechts rum diesmal. Ah, verdammt. Blöde Kuh. Sieht schon einiges ab, wenn man sich das so anschaut. Wie lange bin ich noch gar nicht gelaufen? Ist das ein normaler? Ist normaler. Gut, kein Problem. Essen werde ich noch finden. Definitiv, da muss überall Essen. Da war überall noch Essen, von daher. Ich werde Essen finden. Frage ist, wo komme ich jetzt hier hin? Aber oh, war ich in diesem Haus schon? Könnte sein, dass ich dieses Haus noch nicht gesehen habe. Am Ende habe ich noch was Wichtiges übersehen, eine Textnachricht oder irgendwas in der Art. Energy Drink nehme ich gern an. Ach komm schon, du blöde Bitch. Kann ich auch den großen nehmen, das macht sicher keinen Unterschied mehr. Okay, das ist Copy and Paste vom anderen Farmhaus. Ist aber okay. Oh, komm, Mann! Oh, hat er gerade 10 Schaden gemacht? Machen die mehr Schaden? Okay, das Auto ist ein anderes. Nur der Keller nach unten scheint nicht Copy and Paste zu sein. Echt ein gigantisches Gebiet, was er gebaut hat.
Voll am Ohr erwischt. Ich glaube, die wollte ihren Freund. Ey. Oh nein. Da war noch in der Suppe stehen. Mal gucken, ob ich den ersten Hilfekoffer habe. Wir haben noch Schmerzmittel, die müssen auch ihren Zweck tun. Gut, das Haus ist durch. 30 Kilo bei mir. Der Nebel wird nicht besser, wie mir scheint. Ich sollte mal diese Rohrzange wegwerfen. Hier ist noch ein Weg. Da zur Garage. Und ansonsten ins Nichts. War doch so, als hätte ich was gehört. Ich höre manchmal so im Hintergrund ein paar kleinere Geräusche. Das klang jetzt gerade so wie ein kleines Babyschreien. Wer bist du? Einer mit Schild, wie es aussieht. Immer das Feld. Ich glaube, ich lasse es einfach mal rundherum, weil ich habe keinen Bock, mich da wieder zu verirren. Nebel ist echt auch eklig. Da ist doch irgendwas. Einfach nur ein Steg? Da ist auch ein Zombie. Aber nur ein Steg drüber. Ach, das ist Haferfeld. Hi. Mir jetzt erstmal egal. Ich latsch mal einfach durch. Jetzt würde ich gerne mal meine Auslastung sehen bei diesen vielen Sachen hier. Ah ja, im Zentrum des Feldes. Doch. Fetten Farmer aber erwischt. Muss ich bloß wieder einen Weg finden, den ich nicht mehr sehe. Wo geht's denn hier lang? Ah, ich glaube, das ist der Weg. Oder laufe ich gerade wieder zurück? Nee, das ist der Weg. Dann kommt jetzt gleich der Sumpf, durch den ich einfach durchrennen kann.
Genau, das Tor haben wir aufgesprengt. Wenn ich jetzt auf dem Weg bleibe, dann dürfte ich auch relativ schnell durch sein. Und halt nicht überall anhalte. Ich glaube, das war halt auch der Fehler, dass ich überall angehalten habe. Dann kann ich dann beim nächsten Mal aus meinem ganzen Holz Holzkohle herstellen. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht. Aber Holzkohle herstellen. Und die kann ich dann zu Schwarzpulver machen. Ich weiß gar nicht, ob ich Dynamit noch brauche, aber ich glaube, ich finde es gar nicht schlecht, ein bisschen was zu haben. Munition brauche ich eigentlich gar nicht pressen. Da muss ich mal gucken, die will ich mir aber anschauen. Die Munitionspresse. Wie viel Munition man daraus kriegt. Wahrscheinlich brauche ich Eisenbahnen. Oder ich muss sogar nur Patronenhülsen herstellen. Das könnte natürlich auch sein, die man eigentlich aus Messing herstellt. Genau, hier ist das Holz. Und ich laufe mal rechts um das Feld. Ich will da nicht nochmal durchlatschen. Weil ich nämlich keine Ahnung habe, wo ich dann rauskomme. Mann, der Nebel ist echt nicht so prickelnd. Hier ist echt so viel Essen. Die müssen ja für unglaublich viele Leute Essen produziert haben. Oh. Da ist ein Speckmann hinter mir. Der hat sich hier schon gütlich getan, wie es aussieht. Ist ein normaler. Ne, ist es nicht. Weiter geht die Reise. Das war ein normaler. Das ist ein normaler. Ne, ist ein Soldat. Ich hätte ja von Anfang an am Rand lang laufen sollen. Oh, kommt jetzt das nächste Feld? Keine Ahnung. Ah ja, hier ist der Sumpf, durch den ich jetzt durchrennen kann. Das geht auf jeden Fall schneller. So, schaffe ich auch noch ein bisschen Platz in meinem Rucksack. Ah, ich sehe gerade. Ist es nicht schön, wenn man hier durchrennen kann? Ab und zu findet man hier anscheinend noch was. Und der Schwefel liegt immer noch rum. Jetzt kann man ihn auch gefahrlos einsammeln. Mann, ist hier viel Schwefel. Ich weiß, deswegen bin ich nicht hier, aber jetzt sehe ich ihn gut. Jetzt will ich ihn mitnehmen. Es ist halt eine wichtige Ressource. Oh, ist das viel? Ich
geht der Roboter auch noch gar nicht. Ich bin gar nicht so doof, sondern er geht einfach noch nicht. Wenn der immer wieder nachspawnt, dann könnte das tatsächlich sehr lukrativ sein, hier Schwefel zu sammeln. Er ist aber auch nicht überall. Aber viel verbreitet. Schöne 37 Kilo. Ja, so ein Schwefelklumpen ist halt nicht leicht. Der Schwefel leicht dafür verantwortlich, dass das Wasser so unangenehm ist. Ich weiß, dass es die Atemwege verätzt. Also Schwefel. Da ist noch mehr Schwefel. Haben will. Und ich werde das gleich ausmachen, denn ich will dann noch wegfahren. Ah, Holz. Holz. Hier oben, das habe ich bestimmt auch noch nicht geplündert. Einzige Vorteil ist, passieren kann man jetzt eigentlich nichts mehr, wenn ich hier runterfalle. Das Ding nehme ich jetzt erstmal noch mit. Gefunden hatte ich hier genug. Dann mache ich jetzt einfach nochmal zwei Knüppel. Und dann lasse ich es gut sein. Warum nicht gleich 5? So viel wie möglich. Dann kann ich da, dann spare ich auf jeden Fall Ressourcen ein. Und Knüppel brauche ich immer. Ja, 17 Kilo allein durch das Schwefel wieder. Und dann ist einfach nur noch Häuserplündern angesagt. 0,8, ja, 1 Kilo und... Verpackt immer so ein bisschen. Oh, 1,6. Wird auf jeden Fall besser. Vom Gewicht her. Und zwar verlasse ich den Schlafsack hier zurück. So. Die Stunde ist voll. So. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Zompiercer für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. In der nächsten Aufnahme wird wahrscheinlich das Spiel quasi enden. Unter aktuellen Bedingungen. Und ja, ich werde das doof noch so weit zu Ende plündern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.